OÖO. Oberösterreich Originale. Der Podcast. Mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Er ist der beste Freund des eitlen Jägers. Bertel Landstein aus Ebensee ist Doppel-Olympiasieger im Gamsbartbinden. Zu ihm kommen hauptsächlich Jäger. Die lassen sich aus den Haaren von Jagdbeute einen Bart für den Hut binden, als Trophäe. Und da sind echt schräge Sachen dabei. Ja, einen Bären hätten sie mir schon mal gebracht. Die Wui von einem Bären, sage ich, seid ihr komplett narrisch. Und die andere Geschichte kann ich nicht erzählen, weil die ist nur extremer, was mir einer gebracht hat. Diese Geschichte ist nämlich nicht ganz jugendfrei und auch ein bisschen ungustig. Aber sonst bindet der 64-Jährige aus dem Haar von praktisch jedem Tier einen Hutschmuck. Gamsbart hauptsächlich, dann gibt es Dachsbart, Hirschbart, Saubart von Wildschwein, Nüpferd. So was habe ich auch schon gemacht. Von einem Karibu, der ist schneeweiß, Hosenbart, das nimmt man aus der Schnur, von 1400 Hosen habe ich einen Bart gebaut, der ist so schwer, der reißt frei den Hut ab. Und wie funktioniert das jetzt? Wie geht das? Das Handwerk? Naja, da muss man sich die Haare, die werden mal ausgerupft, mal von Wildkörper, die muss der Jäger bringen, also krupft die halt nicht. Dann muss ich die waschen, dann muss ich wieder sortieren, der Länge nach. Und so bischelt, das siehst du eh dort lang. Bischeltmacher mit ca. 150 Haar, so kleine Bischel, der Länge nach. Und die werden oft aufgelegt wie ein Urgepfeifen und von Kürzen bis zu den Längen zusammenbanden. Und wie die fünf, die letzten fünf, die Länge, so lang wird der Bart. Das ist bei einem großen Gamsbart das Gleiche als wir. Das ist im Prinzip überall das Gleiche. Mhm. Und das sind jetzt die Haare von welchem Teil? Von einem Dachs, der am Rücken hat der die. Der Gams hat auch, aber der hat nur einen schmalen Streifen am Rücken, den Aalstrich nennt man das. Da kann man die Kranhaare, heißen die, die kann man da davon nehmen. Der Hirsch hat es wieder vorne am Vorschlag, da am Hals aber. Die Wildsau hat es auch am Rücken entlang. Die muss man sofort tropfen, wenn das Wild geschossen ist. Weil wenn der Wildkörper noch warm ist, dann gehen es ganz leicht raus. Da nimmt man so ein Schiebel und dreht um und zieht es aus. Und legt sie in eine Zeitung ein und so bringen sie es. Nicht? Und die muss oft weiter bearbeiten. Nicht? An einem großen Bart bindet der Ebensee 100 Stunden. In seinem Olympiasieger Gamsbart zum Beispiel waren 40.000 Haare drin. So ein Kunstwerk kostet um die 3.000 Euro. Und Bertel Landsteiner sagt, die kleinen Männer haben meist die größten Bärte am Hut. Wer den Geißen hat oder den Bissen hat, der ist halt der King. Ja, die tragen es am Hut, ganz stolz sein. Da kann ich einen Bohren kommen, der wirft Mist. Der geht ganz steif, Bierbau. Aber wie es wurscht, ist mein Geschäft. Nur eins darf man bei Bartbinder Bertel auf keinen Fall, nämlich so von oben über einen Bart drüber wuscheln. Hat man ja mein Geschäft. Meistens sind es eh Frauen. Von 1000 Frauen haben 999 probiert das. Streicheln. Ne? Weil das Feine, die Eleganz praktisch von so einem Bart, die fasziniert ist. Ab kommenden Donnerstag präsentiert Bertel Landsteiner seine schönsten Stücke bei der Messe Hohe Jagd und Fischerei von 20. bis 23. Februar im Messezentrum Salzburg. OÖO. Oberösterreich Originale.